Die Säge dreht sich weiter in Saw 2. Er will gar nicht, dass wir die Ketten durchsägen. Wir sollen uns den Fuß absägen. Er hat mir geholfen. Ich möchte ein Spiel spielen. Herzlich willkommen. Zurzeit atmen Sie ein tödliches Nervengift ein. Um sich zu retten, müssen Sie das Gegenmittel finden. Eine Dosis liegt im Safe. Die Kombination haben Sie alle ganz hinten gespeichert. Das Spiel ist eröffnet. Nur keine Panik, Leute. Das ganze Haus ist eine Falle. Halt die Schnauze, okay? Ich hab's nicht. Wir kommen hier nicht raus! Leben oder sterben. Entscheiden Sie sich. Sie verheimlichen uns doch was. Das stimmt doch. Mach die Tür auf! Wir kommen hier nicht raus! Ruhig! Oh ja. Es wird viel Blut fließen. Saw 2 im Original, auch Saw 2 ist ab 16 Jahren freigegeben, in der ungeschnittenen Version sogar ab 18, geht 82 Minuten, ist ein Horror-Thriller, der die Geschichte erzählt von Eric Matthews, gespielt von Donnie Wahlberg. Er ist einer der besten Polizisten der kompletten Stadt und wird irgendwann mit einem Mordfall beauftragt. Scheinbar scheint es so zu sein, als sei es der Puzzle-Mörder gewesen, also Jigsaw, und er versucht, diesen zu finden, bis sie ihn irgendwann in einer Lagerhalle finden und ihn dort gegenüber, und dort stehen sie sich gegenüber, Jigsaw und Eric. Doch sein Sohn, Erics Sohn, befindet sich im Spiel von Jigsaw, und jetzt muss sein Vater irgendwie herausfinden, wo er ist, denn sein Vater ist Polizist, der sehr, sehr viel Informationen unterschlägt, und besser sollte keiner wissen, dass er sein Sohn ist. Und das ist die Geschichte von Saw 2, ein Thriller, der mit mehreren Leuten in einem, so scheint es, Wohnung, Hotel-Ding ist. Und das ist in manchen Momenten auch echt cool geworden. Denn der Film hat eine richtig coole Gestaltung. Also es sieht echt gut aus. Die Charaktere sind vernünftig designt. Das einzige Problem ist, dass der Film zu vorhersehbar wird. Denn man kann direkt, sobald die ersten Leute in diesem Spiel gesehen werden, kann man schon rausfinden, wer stirbt als erstes, wer stirbt als letztes, wer ist der Böse, wer ist der Gute. Man weiß sofort, wer es ist, weil das hier ziemlich klischeehaft ist. Das Ende kann man nicht unbedingt hervorsehen, denn das ist schon wieder das, was Saw irgendwie auch ausmacht. Und zwar der knallharte Twist am Ende. Denn Saw 2 bringt wieder wie in Saw 1 ein richtig knalliges Mindfucking-Finale raus, wo man sich so denkt, okay, das war richtig krass. Doch das ist auch wirklich eines der einzigen guten Sachen in dem Film. Neben der darstellerischen Leistung noch von Donnie Wahlberg, der übrigens auch der Bruder von Mark Wahlberg ist, denn der macht das wirklich hervorragend, außer in den so ungefähr ersten 20 Minuten, da wirkt er ein bisschen ziemlich hölzern, aber dann geht es so richtig ab, genauso wie Tobin Bell, wenn die beiden sich gegenüber sitzen. Das ist eine richtig coole Chemie. Das einzig wirklich große Problem ist zwischen Minute 20 und Minute 80, denn da wird alles einfach nur undurchsichtig. Man weiß, was passiert. Man kann alles hervorsehen. Die Brutalität ist enorm in dem Film. Ich habe die 16er Fassung gesehen und trotzdem ist er noch relativ heftig. Und man weiß, wo war ich denn jetzt? Die Brutalität ist krass, also das ist schon was, aber ab 16 sollte man sich den nicht angucken, weil man wirklich großer Horrorfan ist, da wird auch nicht so viel geboten. Deswegen lieber die ungeschnittene Fassung gucken, würde ich behaupten. Aber trotzdem, zwischen diesen Minuten, außer der Twist am Ende und der Anfang, ist der Film ziemlich durchschnittlich, ziemlich mittelmäßig geworden. Und da habe ich mir definitiv mehr erhofft. Soll heißen, das, tut mir leid, Saw 2 als Horror-Splatter-Thriller 6 von 10 möglichen Punkten kriegt und insgesamt dieselbe Wertung. Habt ihr Saw 2 schon gesehen? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.